jetzt geht's los. Also zuerst müsst ihr jetzt eure Haare hier zu einem ganz normalen Pferdeschwanz binden. Und jetzt teilt ihr hier hinten euren Zopf in der Mitte. Und jetzt müsst ihr die Haare hier knoten. Ganz normal, wie ihr auch einen Knoten bei einer Schleife machen würdet. Legt einen Strang so über den anderen. Und dann zieht ihr den anderen dadurch. Ganz normal, wie ihr auch einen Knoten macht bei einer Schleife. Und dann zieht ihr das hier so fest. Aber bleibt immer dabei bei der gleichen Richtung. Also ich lege immer die rechte Strähne über meine linke Strähne und dann habe ich ja hier das untere Ende und das ziehe ich dann von oben da so durch. Und so knotet ihr jetzt immer weiter, bis ihr unten angekommen seid. Das wird gleich ein richtig schöner Dutt, der hält total gut. Der rebbelt sich im Laufe des Tages auch nicht so schnell auf. So, hier unten, wenn es dann nicht mehr klappt, dass man nochmal knoten kann, dann bindet ihr euch die hier zusammen. Und jetzt könnt ihr hier schon mal so ein bisschen eure Schlaufen rausziehen. Ihr wisst, ich mache das immer gerne. Und jetzt nehmt ihr euch eine Haarnadel. Und jetzt wird der Dutt auch immer anders. Ihr legt den jetzt hier einfach hier so hoch um euer Zopfgummi rum. Dabei könnt ihr hier schon die Schlaufen so auseinanderziehen und packt den hier oben an einer Schlaufe und steckt den mit einer Haarnadel fest. Mami, kannst du den Kopf ein bisschen hoch machen, dann kann man es besser sehen. Hier ist jetzt die eine Schlaufe. Und die stecke ich jetzt hier so am Hinterkopf fest. Und jetzt nehme ich mir noch eine Haarnadel. Und verstecke hier die Enden von meinem Zopf hier unten drunter. Und stecke die auch nochmal mit einer Haarnadel fest. Und jetzt müsst ihr euch den Dutt eigentlich nur noch so ein bisschen arrangieren, wie es euch gefällt. Dabei könnt ihr immer hier an euren Schlaufen von dem Knoten ziehen und steckt die noch dahin, wo es euch gefällt. Und der Dutt hält richtig gut, also der ist hier nicht fluffig oder wabbelig durch dieses Geknote. Bleibt er auch wirklich den ganzen Tag schön in Form. So, und wenn er euch gefällt, dann sprüht ihr noch was Haarspray drauf. Ja, und fertig ist euer geknoteter Dutt. Und wenn es das Video gefallen hat, gib mir bitte einen Daumen nach oben. Tschüss!